Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier ist unsere Älteste, eigentlich in der siebten Generation, aber sie ist ja nicht erbberechtigt erstmal. Außer wir bekämen wieder wirklich absolut gar keinen Jungen. Was hat sie denn mit dem einen Auge? Das ist so, das hängt so ein bisschen zu runter. Das ist auf jeden Fall Trudy. Und hier gegenüber wäre unsere zweite, die Tiara. Tiara Traumtänzer. So. Ja, Timo, den habe ich jetzt gerade mal hier rausgeschickt. Der soll ja noch ein bisschen Logik lernen. Der hat ja jetzt auch frei. Wobei ich heute schon gedacht habe, wir könnten eigentlich mal mit der Family in ein Restaurant gehen. Das fände ich jetzt ganz, ganz toll, weil ich noch zwei hinzugefügt habe. Zwei Restaurants. Oh, da ist was kaputt gegangen. Ach, ausnahmsweise, Trixi, weil du gerade in der Nähe bist, mach das mal sauber und danach kannst du aufwischen. Das fände ich jetzt ganz toll eigentlich. Dahlia wird auf jeden Fall nicht mitgehen. Die ist genau, die muss in einer Stunde zur Arbeit. Und außerdem hat sie noch Hunger. Also da werde ich sie jetzt gerade mal aufwecken. Hi. Er hat irgendein Bild. Okay, was haben wir denn? Tierplaneten? Das haben wir aber schon. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt mit den ganzen Sachen hier eigentlich drin machen soll. Ich möchte hier eigentlich gar nicht so viel immer in meinen Inventaren drinnen haben. Ja. Aber er braucht halt so das ein oder andere auf der Arbeit. Das ist das Doofe. Ich bräuchte eigentlich. Also, was habe ich letztens gebraucht? Ich bräuchte. Basilikum hat er mal gebraucht, ne? Ich habe hier zwei Turmalin. Guck mal, den einen kannst du mal zum Georat schicken, wobei ich das wahrscheinlich getan haben schon. Achso, ich wollte eigentlich nach diesem Tier. Stil von wie auch immer. Ich glaube, das haben wir schon. Das müsste das hier. Das ist das da. Tierplanet. Was war das für ein Geräusch gerade eben? Okay, so die Glockenblumen, die mache ich auch mal weg. Ich weiß nicht, ob er solche Sachen eben halt auf der Arbeit unbedingt noch braucht. Ich würde es jetzt mal fast sagen, nö, eigentlich nicht. Aber wissen tue ich es halt nicht. Also gut, dann ich hoffe mal einfach, dass es alles gut ist, dass alles bleibt. Wo bin ich denn jetzt? Baumodus. Nein! So, oh! Hallo, Tara! Tara, so vielleicht auch kurz gesagt. Hey, cool, dass du da bist. Hier, guck mal, freundlich vorstellen. Du kennst die junge Tiara noch gar nicht. Die möchte sich dir mal vorstellen. Die kommt jetzt gleich mal raus. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich zum Restaurant gehen und ich guck mal. Du musst mal auf die Toilette. Ist. Trixi ist schon fertig, dann kannst du mal gerade da rein. Und danach würde ich mal sagen, darfst du mal die Spülmaschine beladen? So, wo ist die Mama? Ups. Oh. Haben wir schon so weit? Habe ich gar nicht so groß aufgepasst. Mann, Mann, Mann. Na gut. So, ich würde jetzt wirklich eigentlich mal gerne losgehen. Einladen auf aktuellen Gründen. Nee, reisen. Urlaub, Haushalt umziehen. Nein, reisen. Und ich nehme aber. Ich wollte schon meine Töchter mitnehmen. Also die Tiara und die Trixie nehmen wir halt heute auch mal. Die Tara nehmen wir gerne auch mit. Warum eigentlich nicht? Dahlia ist ja auf Arbeit, deswegen geht es nicht. Oh Gott, Thea Schöngeist ist schon zur Seniorin geworden. Meine Güte. Naja, gut. Schade wegen Joshua, der hat mir immer ganz gut gefallen. Hier, die Trudy noch. Ach, die Tammy laden wir doch auch mal ein. Toni auch? Nee, komm, das ist gut. Achso, ich müsste ihn nur mal da oben und dann rauslassen, ne? So. Okay. Ich habe nämlich von Sims.de habe ich ein schönes Restaurant, nämlich hier, da wollte ich hin, Star Wars Restaurant Atat. Ich habe auch noch dieses gefunden, Purple Luxury Restaurant. Hier sieht es gar nicht mehr Purple aus, aber ich gehe in dieses Star Wars Restaurant hinein. Ich bin einfach mal gespannt. Ich habe Daniel dazu geschaut, wie er das baut. Und
Ich bin mal gespannt, wie sie es dort zu essen. Ja, also ihr baut wirklich fantastisch und da habe ich einfach gedacht, ich nehme auch mal solch ein Restaurant von ihm jetzt hier mit rein. Okay, jo, da sind wir schon mal. Ich zeige es auch mal ganz kurz. Oh, wir mussten anscheinend ganz spezielle, bestimmte Klamotten auch anziehen, weil er jetzt so aussieht hier. Und auch unsere Kids. Ach Gott, ich habe mit den beiden noch gar nicht keine Umziehdingsbums reingemacht. Ja, also, hier, das ist der untere Teil quasi von dem Restaurant. Sieht hier noch ganz unspektakulär und seltsam aus, würde ich sagen. Und wenn wir dann nach oben gehen, also hier hoch, da ist dann das Restaurant, beziehungsweise hier oben, upsala, da sind dann auch noch ein paar, wo man nochmal essen kann. Also ich denke auch mal auf vor allen Dingen, und hier sieht es dann von außen, sieht es dann nun etwas so aus. Ist das nicht cool? So, ja, also was wollte ich sagen? Gerade Timo wird es gefallen als Wissenschaftler, bin ich mal der Meinung. So, wo muss ich mich anmelden? Da vorne muss ich mich anmelden. Restaurant um Tisch bitten. So, dann gehen wir mal hoch. Keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich nach oben gebeten, weil das sind alles hier Zweiertische. Ach, guck mal, hier können wir auch was. Das steht hier auch. Objekte klonen. Wer ist denn da? Alessia Roth und Mareike Roth ist hier. Dann haben wir hier den Mirko Roth, okay. Hier sitzt Hendrik Bauer und Jens Kreitz. Da hinten ist ja die Küche. Trixi und Trudy sind soeben beste Freunde geworden, cool. Die Kellnerin Ute Brandenburg haben wir hier und da hinten kocht die Vanessa Steffens in den Klamotten, das finde ich ja cool. Und hier, oh, Vader. Julian Thompson ist hier vorne. Das ist Hammer. Wirklich Hammer. Und auch die Beleuchtung ist irgendwie halt auch irgendwie cool. Wir gehen in die Küche. Ey. Und was ist da? Das sind außerirdische Lebewesen. Na toll. Mal gucken, was wir kriegen. Annika Müller ist auch noch hier. Wer ist das? Alex Winter. So, wo kriegen wir denn unseren Tisch? Hier. Wie jetzt? Ich dachte, wir müssen nach oben oder so. Hier ist dein Tisch. Guten Appetit. Okay, wir sind jetzt seltsamerweise. Ach so. Na, das ist ja toll. Die sind so auseinandergedingst. Das ist doch doof. Aber okay, so, für Tisch bestellen. Was machst du jetzt? Warten, an Tisch gebracht zu werden. Sind wir doch schon. So. Okay, was bestellen wir denn? Moment, also eine Soft on the Rock, ist da Alkohol drin? Ah, okay, da ist Alkohol drin. Der wird auch empfohlen. Den möchte die Trixie auch haben. Die Tamara, achso, nee, Moment. So, ah, okay. Dann für die Kids machen wir den Zuckerzunder. Nee, der geht gar nicht, okay. Dann macht Tara. Wartet mal, was kann denn salziges Lama? Nee. Kaffee ist doch auch doof. Dim and Gusty. Weißer Nektarmix. Nee, das. Okay, das muss ich dann Timo geben. Und dann kriegt ihr nur Wasser. Es sind keine anderen Saftsachen hier. Die Kids bekommen dann eben Wasser. Dann gucken wir mal. Oh. Wir nehmen einfach eine Hauptspeise, einen Hauptgang. Was haben wir denn da? Weltraum-Taco mit Eikern für Tara. Ein Urwald-Moos-Ei mit Lavendelblüten für den Timo. Eine Vulkanpaste, machen wir für die Trudy. Honigwaben-Gartengemüsekelch, das nimmt die Tammy. Sixam-Brust mit Kometenstaub, das nimmt unsere Trixie. Und in gereiften Jutz geschmorte Paté, das nimmt dann unsere Tiara. Und 175, na, das ist ja eigentlich Schnäppchen. Das ist doch ein Schnäppchen. So. Okay, dann warten wir mal. Es ist ein bisschen doof, dass wir wirklich so auseinandergefuchst werden hier gerade, aber okay. So, dann könnt ihr euch mal unterhalten. Lustig Comic zitieren.
Dann die Trixie ist halt bei ihrer Schwester, der Tammy, auch hier hinten bitten einzuziehen. Oh, beinahe hätte ich geklickt. Bewunderung ausdrücken. Lustig, Witze über alte Zeiten machen. Lustig, Geschichte erzählen. Und Papa ist halt mit seiner ältesten Tochter dann hier am Tisch. Und die quatschen ja auch so ein bisschen. Brillante Erfindung enthüllen. Freundlich, Bewunderung ausdrücken. Oh, das war jetzt gerade, wartet mal. Nach anderen Sim-Fragen. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir noch jemand Kindmäßiges? Nö, habe ich auch gar nicht da. Das ist ja echt blöd. Okay, Naja, ich frage sie mal nach der Terra dann einfach. So, wir müssen noch ein bisschen warten mit dem Essen und so. Ich mag Terra, sie ist echt cool. Sehr schön. Warum setzt ihr euch nicht hin? Was ist das Teil eigentlich hier auf der Mitte? Achso, das kann man anschalten, emotional, achso, aktivieren. Was für eine emotionale Aura gibt uns das? Mal schauen. Hier ist übrigens schon Essenz des Ärgers. Ich hoffe, das wirst du nicht trinken wollen. Nein! Nein! Timo! Essenz des Ärgers. Jetzt hat er Wut. Aha, wegen Kuhpflanzenessenz. Danke an die Kuhpflanze, dass sie solch köstliche Emotionen für den zukünftigen Verzehr extrahiert hat. Wer ist das? Alessia Rot, okay. Hier ist deine Bestellung. Guten Appetit. Ja, lecker, lecker, lecker. Wartet mal, ich muss mal ein bisschen näher ran. Okay. Sieht ja echt lecker aus. Da ist übrigens überall so eine Essenz des Ärgers oder so da. Das ist sehr krass. Danke, Daniel. Ich denke mal, dass er die dahingestellt hat. Das habe ich irgendwie gar nicht so mitbekommen. Naja, gut. 12 Stunden waren es. Okay, jetzt bin ich auch ärgerlich und wütend. Und so. Wo haben wir nochmal die Toilette? Toilette ist oben, oder? Timo müsste mal. Verdammt. Das ist keine Toilette. Da kann man, keine Ahnung, Blickblock können wir da spielen. Aber die Toilette, ist die unten gewesen? Ach, das sind doch diese Toiletten. Nee, das sind, hä? Verdammt. Ich muss echt überlegen. Wo musst du denn hin, Timo? Er weiß schon, da hinten ist doch nur eine einzelne. Okay. Dann setze ich mal wieder hin. Warum bekommen die was zu essen und die anderen noch überhaupt nicht? So, egal. Trixie hätte auch noch gar keinen Hunger gehabt. Sie ist auf jeden Fall sehr verspielt. Hygiene geht halt ein bisschen runter. Naja, gut. Und Personal einstellen. Wir holen uns mal einen DJ für 100. Genau. So. Damit wir gleich mal ein bisschen Musik haben. Was ist mit dir? Selbstsicher, okay. Wir warten auch immer noch. Das ist natürlich so ein bisschen das Blöde am... Aber okay. Tiara? Tiara ist sehr verspielt. Was um Himmels Willen tut ihr da? Ihr spielt miteinander. Okay, ich gehe mal um neues Spiel zu betteln. Nein, kennenlernen. Freundlich. Eine Gruppengeschichte erzählen. So. Oh, die Energie geht runter. Mist. Hier haben wir noch nichts zu essen. Was ist denn das für ein Restaurant hier? Nur die beiden haben was bekommen. Ich bin mir auch echt nicht sicher, ob wir noch was kriegen, muss ich gestehen. Guck mal, hier warten, an den Tisch gebracht zu werden. Der wartet immer noch? Aber wir sind doch schon längst am Tisch. Blöd. Die hätte uns nach oben eigentlich bringen müssen, ne? Weil das oben der, dieser große Tisch eigentlich war. Aber gut, ja, was will ich machen, ne?
Der DJ lässt auch auf sich warten. Ah, da kommt er schon. Dann können wir mal eine kurze Runde nochmal tanzen, wenn er hier so anfängt. Was macht Timo eigentlich? Dass er. Ah, okay. Keine Ahnung. So, dann würde ich nämlich sagen, achso, Moment, wie kann ich denn jetzt zu ihr sagen, lass uns tanzen oder so. Zusammen tanzen. Terra ist gerade aufgestanden. Okay, wir tanzen jetzt einfach irgendwie mal zusammen hier. Wer auch immer wir ist. Nee, das ist nicht für uns. Timo, was ist los? Mit Judy plaudern. Hier, du kannst auch mal zusammen tanzen. Oder Moves präsentieren. Guck mal, Armscharm. Armscharm. So, ich muss auch mal eigentlich bei den Mädels gucken. Du musst sowieso die Motorikfähigkeit noch erweitern. Und das ist, glaube ich, Motorik. Nee. Doch, das muss doch Motorik sein. Komm schon. Das muss doch Motorik sein. Na, also sag ich doch. Und Tiara muss eigentlich mehr, ja, inspiriert sein und so und noch was zeichnen dabei. So. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir wirklich nichts zu essen hier kriegen und dass sie jetzt schon müde werden. Aber gut, wir haben schon 22 Uhr und die Kids sollten eigentlich sowieso bald nach Hause, ne? So, du hast es geschafft. Was müssen wir jetzt? Level 5 Motorikfähigkeit und 4 Stunden müssen wir noch tippen üben. Okay, dann würde ich nämlich sagen, Timo, dann geh mal hier hin und bezahl mal das Essen, das wir nicht bekommen haben. Blöd, oder? Das ist ja echt total bescheuert. Sie tanzt aber auch hier mit. So, sie hoffen, dass das Essen gut war und so weiter. Tja, nicht wirklich. Ich muss mal mit Dahlia nochmal, wobei sie muss erstmal Level 5 bekommen, dass wir sowas auch zu Hause einfach, ja, nachkochen können, ne? Gehen die jetzt alleine oder wie ist jetzt das? Level 2 Motorikfähigkeit. So, ich schicke sie jetzt alle nach Hause. Und es war echt schön hier, also gefällt mir irgendwie. Hier nebenan ist das Restaurant, das ist aus dem ganz normalen Pack gewesen. Ich glaube, da war ich damals mit Timo und Dahlia drin, meine ich. Ich weiß gar nicht, wo sie zum Beispiel jetzt hingehen müssen. Keine Ahnung. Das gehört auch zum Grundstück dazu. Ah, da hätten wir wahrscheinlich sogar angeln können. Ich kann aber noch nicht mehr draufklicken. Was ist denn jetzt los? Wo sind sie denn alle? Komm schon. Wo seid ihr denn? Ihr seid immer noch hier oben. Das gibt's doch nicht. Los. Kinders, gerade wegen euch. Meepok. So, die anderen sind nämlich schon alle zu Hause. Und yay, befördert worden. Das habe ich gerade noch so gesehen. Dahlia ist befördert worden. Das ist super. Da sie ja auch das irgendwie als Ziel hat. Und ich auch dieses Zimmer noch nicht habe. Das muss ich auch wiederum dazu sagen, weil ich will ja möglichst alle Zimmer irgendwann haben, mit die hier so vorgemerkt wurden. Aber ob ich alle schaffe, ist noch fraglich. Aber auch aus diesem Grund ist Trixie momentan noch da. Weil sie ist die Entertainer-Karriere. So, und ich habe nämlich dann noch 7., 8. und 9. Generation und bei der 10. Generation eigentlich hört es ja auf, sobald das Baby geboren ist. Also wird es nicht älter werden und keinen Job annehmen. So, wir sind also befördert worden. Geht doch mal rein. Sehen Sie wohl uns mehr Edelstahlautomat. Edelstahlomat, so. 15 bis 23 Uhr, okay. Dahlia ist hier drin. Mal gucken, wie es ihr geht. Okay. Dann schicke ich sie mal direkt ins Bett. Schlafen. Und was haben wir? Level 3. Und Mixfähigkeit müssen wir hier noch machen. Okay, das werden wir dann demnächst mal angehen. Was ist Sonntag? Musst du? Ja, 15 Uhr. So, Trixie, du musst ja am nächsten Tag dann auch gehen, aber
Ja, komm, du kannst hier nochmal eine erfrischende Dusche machen und Instrument spielen. Das solltest du dann noch tun. Da gehen wir mal runter und du kannst dann mal fesselnde Musikerin. Hier kommt Dösliedchen. Das kannst du spielen. Timo scheint irgendwo ins falsche Bett gegangen zu sein. Warum auch immer er da nach unten ist. Nach oben ist, keine Ahnung. So, beanspruchen und schlafen. Gehst mal bitte in dein Bett. Trudy läuft hier noch rum. Die hat erst nochmal Hunger. Okay. Und Tiara ist in ihrem Bettchen gelandet. Das ist super. Okay. Dann gucken wir mal. Trudy. Timo ist jetzt auf dem Weg in sein Bett. So. Das hier hält übrigens auch noch, wenn du noch Hunger hast danach. Ja, sie ist halt ein Vielfraß und sie wird das auch noch mitessen. Würde ich mal so vermuten. Ja, Trixie, wo bist du? Ja, du hast dich geduscht und gehst jetzt runter zum Spielen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. So, ich spüre mal ein bisschen vor, damit ich Trudy hier. Moment. So, Trudy, wie sieht's aus? Okay, du kannst den Rest dann auch noch aufessen. Danach die Spülmaschine beladen. Ach so, ja, das kannst du dann. Wirst du, hoffe ich, planen. Und dann gehst du in dein hübsches Bettchen. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt Monster nochmal in dieser Nacht auch noch unterwegs sein werden. Und da ist irgendwie. Warte mal, das mache ich mal nach draußen. Tick, tick, tick. Oh, verdammt. Die ist umgeschmissen worden. Blöd. So, sie kann nicht an die Post. Okay, wartet mal ganz kurz. Liegestützen machen. Komm, du hier. Warum bist du verdrießliches Gespräch hatten wir, okay? Eieieiei. So, Post bekommen. Irgendwie wegen irgendwas haben wir Post bekommen. Komm mal raus. Und das mache ich jetzt mal da rein. Was haben wir denn Danke. gekriegt? Ah, Blumenbob. Oh, cool. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ja cool. So, du kannst auch mal der Dahlia ein bisschen Arbeit abnehmen und zumindest mal hier alles ernten. Und was du noch machen musst, ist Buch schreiben, weiterschreiben. So. Oh, was ist mit dir? Lauter Krach. Bitten das Monster unter dem Bett einzusprühen. Papa, bitte komm mit. Macht das automatisch jetzt oder? Monster unter dem Bett einsprühen. Es liegt bestimmt bei ihr an dem gelben Licht. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal kurz auf Stopp gehen, weil oben dieses Element. Yay. Muss jetzt irgendwo reingegangen sein. Blüm, blüm, blum, blüm, blüm, blum, bums. Ich habe keine Ahnung gesagt. Das hier. Aber wir haben zwei davon. So, zweites kann ich jetzt natürlich nichts anfangen. So. Sie ist schon fleißig echt dabei. Oh Gott. Wir haben so viel Kohle. Mittlerweile allein, ja, so die ein oder andere Pflanze hier. 20.000. Haben wir Basilikum? Petersilie habe ich hier. Irgendwo sollten wir vielleicht mal Petersilie hernehmen. Giftige, was auch immer. Egal. So, ich glaube, ich gucke jetzt nochmal eine Runde. Also, ich gucke jetzt nochmal eine Runde hier nach unten. Der sprüht jetzt hier wegen dem Monster ein. Ist es nicht süß? Should be Brange. Brange. War gonna tell. Es so, es ist irgendwie voll süß. Er ist natürlich immer noch wütend. 3 Stunden. Danke, Papa. Ja, bitte gerne, meine Kleine. Jetzt kannst du wieder schlafen, okay? Hunger? Oh, Hunger hat sie auch. Geh mal erstmal schlafen. So, und ihn schicke ich jetzt nochmal hier in die Sterne gucken. Vielleicht gibt es nachts ja andere Sachen.
Und jetzt ist er wütend gerade. Das ist die Hauptemotion. Trudy geht ins Bett. Trixie ist noch hier draußen. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann hier weitergeht. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.